So, die Rauchschwaden verziehen sich da hinten. Der Empfang war übrigens längst nicht so heiß, wie er uns vorher beschrieben wurde. Es Amelow ab, dem Leverkusener Debütanten, von dem Erich Ribbeck so viel hält. Lars Ricken, der Dortmunder, kommt zurück. Peinlich im offensiven Mittelfeld und auf der Linie großes Arbeitspensum lieferte. Eigentlich auch für Heiterkeit sorgte. Dr. Müller-Wohlfahrt, der hier noch sehr viel zu tun hatte, denn es gab einige ledierte Spieler, auch die Leiste von Bierhoff zwickte. Aber alle Spieler, die Sie jetzt hier erleben, sind fit. Das hat mir die medizinische Abteilung und auch Erich Ribbeck vor wenigen Stunden noch versichert. Es geht los mit dem Anstoß der Türken. Wohlgemerkt, im Moment nur mit einer Spitze, aber Sergen kann nachrücken. Das hat er oft genug bewiesen. Bälle sind eine Spezialität von Stefan Beinlich. Nochmal Beinlich. Und Heinrich Kopfball. Der Florentiner aus der WM-Talsohle raus. Guter Reflex von Rüsti. Erste Unsicherheit von Rüsti. Und Taifun. Hakan. Peinlich. Guter Kopfball von Ulf Kirsten. Auf der Bank. Peinlich. Und Rüsti sicher. Abseits. Und außerdem ist Oliver Kahn zur Stelle. Und auch diesen vierten Tritt Stefan Beinlich. Jeremis. Nachdem Ricken den Ball zurückgewonnen hatte. Tugay. Hakan, da haben Sie es gesehen. Toll, wie er den Ball annahm. Und dann aus der Drehung sofort geschossen. Nowotny mit vor. Ja, das soll er ruhig mal versuchen. Auch mit drei Treffern in der Bundesliga. Die ersten Regieanweisungen von Erich Ribbeck. Ja, unterschiedliche Körpersprache des Chefs und seines Assistenten. Ja, da wurde geschoben, Stürmerfoul. Den lässt sich jetzt, der Außenrisspass. Tugay auf Hakan. Und auf den Taifur müssen sie aufpassen. Der weite Wege geht. Hat sich Heinrich selbst zuzuschreiben. Oh, und da hinten ein Ringkampf zwischen Hakan und Bremer. Und ich fürchte, jetzt wird der gute Marco verwarnt werden. Und die deutschen Spieler sagen, dass Hakan genauso gehalten habe. Aber genau das hat der schottische Unparteiische nicht gesehen. Und es ist auch in dieser Wiederholung nicht ersichtlich. Das letzte war ja nur so ein Freimachversuch. Erster Schussversuch von Sergen.
Alle Standardsituationen bisher. Angelegenheit von Stefan Weinlich, auch diese hier. Versucht der Ideengeber zu sein. Und Heinrich. Das Foul knapp außerhalb des Strafraums. Freistoß. Ja, Taifun deutet an. Habt da nichts gemacht. Außer Heinrich zu Fall gebracht. Aber den Ball berührt, wie wir hier sehen. Vielleicht ihm von hinten noch eine mitgegeben, was aus dieser Einstellung nicht mehr ersichtlich war. Sei es drum, Freistoß. Ja, der hat es versucht. Der Lars Ricken, er wollte mit der Fee einen Kunstschuss anbringen. Vorbereitet und geschossen werden. Aber er stellt sich auch im Verein ja dieser Aufgabe. Ramelos Flanke, jetzt Jeremies. Mit dem falschen Fuß. Der gegen Babbel. Tugay. Nochmal Hakan. Und wie gesagt, solange ist keineswegs hüftsteif, seine Drehstöße eine seiner Spezialitäten. Lieber Kahn, selten geprüft in seinem 13. Länderspiel. Das war die Szene beim Foul gegen Jeremies, das nicht gepfiffen wurde. Da soll einer sagen, der Erich Ribbeck sei nicht mehr temperamentvoll. Und Erich Ribbeck hat die ersten 45 Minuten seiner Feuertaufe als Teamchef der Nationalmannschaft torlos überstanden. Absatzkick auf Ramelow. Ordentlicher, der Europameister aus Deutschland gekommen ist. Und man würde jetzt natürlich gerne ein Tor genießen von Hakan. Gut gemacht von Nowotny. Wieder Hakan. Ja, jetzt kommen sie. Tugay Schuss und Handspiel wird reklamiert. Und wieder eine Schussmöglichkeit für Hakan. Da ließ ihn Babbel ein bisschen beängstigend weit laufen. Stand nicht gut zu Ball und Gegner. Außennetzbefestigung. Jetzt hat Ricken Platz. Ah, und da war Kirsten gut mitgelaufen. Bierhoff. Und die erste Kostprobe seines großen Schussvermögens. Oliver Bierhoff, der auch für den AC Mailand sofort traf, in 4 Spielen bemerkenswerte 5 Tore alleine in der Meisterschaft. Und hier wäre es beinahe wieder ein wichtiges gewesen in der Nationalmannschaft. Immerhin bringt seinen Eckball ein, den Weinlich trifft. Nochmal Bierhoff. Kirsten! Tja, Freund und Feind greifen sich da an den Kopf. Mann, Mann, Mann. Und trotzdem eine gute Aktion. Und beinahe eine Chance für Jeremies. Hakan zugeschlagen. Und nun reißen sie hier das Stadion ab.
Das 1:0 durch Hakan, der hier im April vorigen Jahres, hier sehen wir die Szene, da wird ja Kahn vom eigenen Mann, von Nowotny behindert, keineswegs vom Gegner, und man kann gegen diesen Treffer überhaupt nichts einwenden, völlig korrekt. 1:0 durch Hakan. Die Situation war von Abdullah vorbereitet worden. Lang war der Ball unterwegs. Pech hier in der Abstimmung zwischen Nowotny und Kahn. Der lachende dritte Hakan. Er schoss schon das 1:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen die Holländer im April vorigen Jahres. Da gab es Gelb-Rot gegen Taifun, der vorher schon verwarnt war. Der Mann, der in Stuttgart bei den Stuttgarter Kickers fußballerisch aufwuchs, hat hier die Nerven verloren. Aber erst dieser Freistoß von Beinlich. Kirsten und Bjorn. Hat lange in der Schweiz gespielt, bei Locarno und wie gesagt bei Servette Genf. Glänzender Flügelspieler, und die Rolle wird er jetzt übernehmen für Jörg Heinrich, der stark anfing, aber dann auch ein bisschen unterging. Schöner Pass von Ramalho auf Ricken. Beinlich. Jeremies jetzt auch mehr nach vorne orientiert. Wieder unsere beiden Spitzen in guter Position. Bremer. Deutschen versuchen ein Powerplay aufzuziehen. Mit Neuville. Unsicherheit des Torhüters, der dann bravourös hält, als Ricken schießt. Rüstü. Peinlich. Ramelow. Bremer. Flank. Kahn behinderte und Hakan einköpfen konnte. Das ist mehr als schmeichelhaft für die Türken. Ich glaube, meine Damen und Herren, das darf man sagen, ohne das Ganze hier durch die nationale Brille zu sehen. Diese junge, neu zusammengestellte deutsche Mannschaft hat hier beeindruckt mit Elan, mit Kampfgeist, auch mit einigen technischen Fertigkeiten. Dass da noch nicht alles zusammenlief, das ist, glaube ich, nachvollziehbar, und man sollte jedenfalls im Moment hier durchaus, ja, jetzt gibt es noch mal Gelb gegen Jeremis, weil der Abdullah hielt, gar keine Frage, und man sollte hier mit dieser Mannschaft auch zunächst dadurch auch etwas, ich sag mal, fair in der Kritik umgehen. Erich Ribbeck kann auf diesem Stamm aufbauen. Er selber signalisiert, da wird 5 Minuten nachgespielt. Und auf diesen 9. Eckball tritt Beinlich. Das Abdullah nicht wahrhaben wollte, der übrigens jetzt die Kapitänsbinde von Ogün übernommen hat.
Wieder gehen beide Spitzen zum Ball. Los. Abdullah. Aber noch wird weiter gespielt. Jetzt genau 5 Minuten über die Zeit. Aber in der Nachspielzeit gab es ja noch mal Verzögerungen. Die aber spielen keine Rolle mehr. Das erste EM-Qualifikationsspiel für die deutsche Mannschaft ist beendet. Das Debüt von Erich Ribbeck verloren, aber nicht misslungen. Sie bejubeln den Goldtorschützen Hakan von Galatasaray. Die Türken freuen sich und die Deutschen haben unglücklich verloren. Ich sage noch einmal, sie hätten ein Remis verdient gehabt im Atatürk-Stadion von Bursa, wo auch der Ministerpräsident ihren Erfolg, den der Türken, bejubelt. Und er tut das ja ganz besonders gerne, weil er meint, dass die Deutschen die EG-Aufnahme der Türken mit verhindert hätten. Aber hier, das ist Sport. Es war ein faires Spiel im Großen und Ganzen mit dem glücklichen Sieger Türkei durch das Tor von Hakan Şükür, sage ich jetzt mal, weil ja zum Schluss auch ein zweiter Hakan Ünsal ebenfalls von Galatasaray mitspielte. Aber nochmal zur deutschen Mannschaft. Zerreißt sie nicht. Die verdienen weitere Chancen. Und jetzt können sie es beweisen beim nächsten Spiel am kommenden Mittwoch, ebenfalls in der ARD, in Moldawien. Jürgen Mergener. Oliver Bierhoff, ich denke, eine Niederlage ist natürlich immer schmerzvoll, heute aber aufgrund der Spielanteile, die er durchaus gab, da besonders enttäuschend. Ja, das ist ärgerlich. Ich glaube, wir hatten die Türken gerade gut im Griff. Man hat es gesehen, in der zweiten Halbzeit haben wir sind wir ein bisschen mehr gekommen. Hätten vielleicht die eine oder andere Konterchance oder auch Torchance besser nutzen müssen. Das wird dann eben bestraft. Aber ich glaube, man kann darauf aufbauen. Sicherlich ein unglückliches Ergebnis. Aber die Truppe wird genug Moral haben, jetzt am Mittwoch gegen Moldawien zu reagieren. Das Tor aus Ihrer Sicht? Er war ziemlich weit weg. Ich glaube, es war ein langer Freistoß. Der Oli Kahn kommt raus, faustet ihn ein bisschen komisch. Da ist auch ein Kopf noch dazwischen. Man köpft der Hakan. Und dann habe ich es eigentlich schlecht gesehen. Irgendwie war dann auf einmal drin. Die Aufbauarbeit vom Kapitän, wie sieht die jetzt aus bis kommenden Mittwoch? Oh, ich meine, die Moral in der Truppe stimmt. Auch jetzt schon in diesen Tagen. Man kann natürlich reden. Aber ich glaube, auch so wie wir gespielt haben, können wir gut drauf aufbauen. Die Mannschaft wird natürlich am Mittwoch alles zeigen müssen. Und irgendwie die Laune gut halten und natürlich volle Konzentration auf Mittwoch. Vielen Dank, Olli. Viel Glück auf den Mittwoch. Und Bernd, bitte. Markus, die Türken feiern und ich glaube, die deutsche Mannschaft kann heute ein bisschen trauern, ne, nach diesem Spiel. Ja klar, ich glaube, wir haben ganz ordentlich gespielt, aber es nützt alles nichts. Wir haben 1-0 verloren. Es wäre natürlich wichtig gewesen, im ersten Spiel gleich positiv in die Gruppe reinzustarten. Jetzt müssen wir natürlich in den nächsten Spielen versuchen, die Punkte zu holen, damit auch späterhin nichts anbrennt. Markus, das Tor, unglücklich, da kann ein Tor, glaube ich, nicht fallen für deinen Mannschaftskollegen Oliver Kahn. Wie war es aus deiner Sicht hinten? Na gut, bis dahin, glaube ich, haben sie eine Torschance gehabt, sonst haben wir sie sehr gut im Griff gehabt. Und dann kommt so ein langer Ball in den 5-Meter-Raum rein. Der Olli will ihn wegfausten, ist ein Pulk vor ihm, der kommt nicht richtig an den Ball hin und dann sind noch ein paar Mal unglückliche Situationen, wo man den Ball noch klären können. Wir schaffen es nicht, den Ball aus dem Fünfer herauszuboxen und dann war es natürlich symptomatisch, dass das entscheidende Tor war. Und wenn ihr Oliver Kahn kennt, weiß, wie ihn das wurmt, ne? Ja klar, es ist natürlich sehr schade für Olli, weil er ist ein Top-Torhüter, hat bis dahin absolute Ruhe ausgestrahlt und dann fällt so ein dummes Tor. Aber wir haben trotzdem Chancen genug gehabt, das Ausgleich zu erzielen oder sogar gewinnen zu können. Deswegen darf man den Olli da jetzt keinen Vorwurf machen. Alles klar, Dankeschön. So, bei mir ein Spieler der Türkei, Tayfun Korkut, der Gelb-Rot-Sünder. Nochmal ganz kurz, nachdem ich Ihnen gratuliere zum 1-0-Sieg.
eine Aufklärung aus Ihrer Sicht, was die gelb-rote Karte angeht? Ja gut, war dumm von mir. Ich habe zwei unnötige Fouls gemacht. Ich muss mich eigentlich bei der Mannschaft bedanken, dass sie dann noch das 1-0 gerettet haben. Ansonsten sind wir natürlich jetzt überglücklich. Und zwar, soll ich sagen, ich denke, ein umkämpftes Spiel. Aber letztendlich denke ich, dass es verdient war. Und ich hoffe, dass es jetzt, war natürlich für uns ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Europameisterschaft. Ich hoffe, dass wir jetzt so weitermachen können und uns letztendlich qualifizieren können. Ihr seid auf eine neu formierte deutsche Mannschaft getroffen. Wie haben Sie das empfunden? Wie hat die Truppe aus Ihrer Sicht das Bild abgegeben? Ja gut, wir haben gewusst, dass es eine komplett neue Mannschaft ist und dass sie mit Sicherheit nicht eingespielt ist. Aber im Endeffekt, eine deutsche Mannschaft ist eine deutsche Mannschaft und die Klasse der Deutschen ist, denke ich, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Gut, wir haben ein ganz gutes Spiel abgeliefert. Deutschland war vielleicht nicht so stark und letztendlich haben wir 1 gewonnen. Deswegen, wir sind glücklich und ich denke, dass wenn wir so weitermachen, dass wir eine gute Chance haben, auch Gruppensieger zu werden. Okay, vielen Dank, viel Glück dabei. Ich denke, vielleicht schaffen es ja beide bis zur Europameisterschaft. Vielen Dank und ich gebe ab zu Gerd Delling.